Herzlich willkommen Leute, ich bin's wieder, der Alucard, mit einem neuen Projekt. Wir spielen heute The Inner World. Vielen Dank hierfür bei GameStar, Head Up Games und Studio Fizbin für die frühzeitige Version des Spiels, also dass sie mir das Spiel frühzeitig haben zukommen lassen. Wir wollen auch gar nicht lange fackeln und steigen in dieses wunderschön gezeichnete Adventure ein. Wir starten hier einen neuen Spielstand und jetzt kommt bestimmt ein sehr schön gezeichnetes Intro. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windpolen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit. Der ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog, nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Hey! Oh! Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Und wenn ihr von den Ach, diese Undankbaren! Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Oh! Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied! Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Nein. Oh! Nein, welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge. Taube, ich habe dir vertraut. Ich werde euren Anhänger retten. Nein, Robert, Junge, bleib hier. Wache! Schickt mir den Igel! Die schnapp ich mir. Miets, so. Miets, Miets. Da sind wir da angekommen und hier ist auch die Taube, so wollte ich mal sagen, unterwegs. Laufen wir ihr doch erstmal hinterher, aber da haut sie natürlich vor mir ab. Diese diebische Taube. Eine sehr schöne Stimmausgabe, muss man ja sagen. Möchtest du die Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Natürlich, ja, gib's mir oder nein, ich weiß, wie der Hase läuft. Sehr schön, aber wir machen hier ja. Hotspots. Klicke und halte, um zu sehen, mit welchen Objekten du interagieren kannst.
Interaktion mit Objekten. Klicke auf ein Objekt, um es mit der Lupe anzuschauen oder damit du es mit der Hand interagieren oder damit du mit der Hand interagieren kannst. Berühre den unteren Bildrand, um zu sehen, welche Gegenstände du bei dir trägst. Das ist im Inventar. Klicke auf einen Gegenstand, um ihn mit der Lupe anzuschauen oder ihn mit den Zahnrädern zu benutzen. Weitere Infos zum Inventar. Durchziehen oder loslassen kannst du Gegenstände miteinander kombinieren. Ah, hier, sehr schön. So, du kannst Gegenstände aus deinem Inventar auch auf Hotspots in der Welt benutzen. Natürlich. Dialoge. Tippe auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Dialoge. Unterthemen. Hast du alles über ein Thema erfahren, wird es ausgegraut. Zurück zur Hauptgesprächsebene mit dem Fall. Alles klar. Wer einfach erklärt, ein einfaches bzw. einfach gestricktes Point-and-Click-Adventure, so wie man es klassisch kennt und auch gerne immer gespielt hat, freut mich. Du kannst die Anleitung jederzeit unter den Einstellungen aufrufen. So, wir spielen weiter. Da oben ist unsere Taube. Hier haben wir alten Fisch, auf dem hackt sie gerade noch rum. Aber hier steht ja so ein geheimer Typ. Wir gucken uns aber erstmal hier ganz links die Flasche an, denn hier gibt es ja auch noch viel zu sehen. Flasche im Müll. Ja, die Flasche heben wir doch mal auf. Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. Ja, gut, dass unser Freund das so gut nennen kann. Der kennt sich ja aus. Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Phosphos machen Licht. Da komme ich nicht dran. Oh, den möchte er auch nicht einpacken. So, dann gucken wir mal hier im Mülleimer. Hier liegt eine Zeitung. Also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Ach ja, aus Versehen bestimmt. Ah, die rechte Hand einer Stadtwache. Davon will ich nichts mitnehmen. Nee, da möchte er nichts haben. So, als nächstes haben wir dann hier unseren guten Müllhändler. Der Typ sieht aus, als würde er mich ohne zu zögern überfallen. Ich sollte ihn einfach mal fragen, ob er mir hilft. Ich mag seine Art zu reden nicht. Hallo, könnt ihr mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Niemand handelt hier mit Müll. Ich am allerwenigsten. Ja, ich suche auch eigentlich... Brauchst du Müll? Open. So, klicke auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Ja, wir spielen weiter. Wir quatschen als erstes mal über seine Waren. Hier ein schönes Sandwich. Was verkauft ihr hier? Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten... dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Ich, habe ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Möchtest du ein A kaufen, hat er hier. Da ist auch das A. Wir schauen uns mal den Buchstaben A an. Ist das ein A? Das hier? Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Super Anspielung. Den schon für günstiger Aspiriri. Wozu sollte ich den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Robert. Nein, danke. Mein Kopf tut weh. So, das war schon mal gut. Ah, hier ist aber auch Taubenfutter. Das ist ja natürlich ganz praktisch, aber trotzdem möchte ich erst das Sandwich in... Was ist denn das? Das hier, ein exquisites Sandwich. Wurde auch erst zweimal gegessen. Danke. Lieber nicht. Oh, erst zweimal? Ich hätte auch noch einen halben Wollmilchshake dazu. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Wollmilchshake ist. Danke, danke. Keinen Hunger. Nicht mehr jedenfalls. Wahrscheinlich nie wieder. Und jetzt schauen wir uns zuletzt das Taubenfutter noch an. Was ist das da? Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll. Genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Eins kostet Aspiriri und eins Aspororo. Was sind Aspororo? Aspororo klingt super.
Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha. Und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora? Willst du mich beleidigen? Na gut. Was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauch sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen? Nicht verzagen, Conroy-Fragen. Schön, und das alles bekommst du für Asporora. Der Händler verwirrt mich mittlerweile auch. Preis aber nicht runter. Aber... Na gut. Asporo. Aber noch tiefer gehe ich wirklich nicht. Okay, Asporo scheint wirklich nicht sehr teuer zu sein. Aber wir wollen doch hier das Taubenfutter. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdammt mich. Na fein, ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden. Stimmt, das A ist das billigste von allem. Was? Okay, ich lege die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das, ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke, ihr seid wirklich sehr nett. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. So, es hat auch geschlossen, aber wir haben die Puppe. Ein Wanted-Poster? Das schauen wir uns doch erstmal an. Warum das Mädchen wohl gesucht wird? Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Stecken wir mal ein. Karte abnehmen. Okay, verboten. Stecken wir doch nicht mit ein. Dann nehmen wir hier einen Wurm. Er untergräbt die heilige Erde. Weil die Taube könnte auch den Wurm. Ja, haltet den Wurm. Hitschiges Kleines. Er ist einfach zu schnell. Eine Windsocke. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Hängt aber hier falsch. Oh toll, meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Yay, wir haben eine eigene Windsocke, Leute. Guck mal, hier liegt noch ein Conroy-Kopf. Wie, ich weiß, dass hier oben die Taube ist. Die holen wir gleich. Dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Lieber nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. So, hier ist der Wurm nochmal. Jetzt schnapp mal ihn. Und zack. Litsch, er ist einfach zu schnell. Hätten wir einen Fass gehabt. Okay. Also, hier ist unsere Taube. Wir haben auch noch Taubenfutter. Hier seht ihr Taubenfutter und eine Conroy-Puppe. Die Windsocke haben wir auch noch. Und diesen Nektar. Aber wir gucken erstmal, was der alte Fisch macht. Auf der Fensterbank. Ich frage mich wirklich, wie er da hochgekommen ist. Das ist eine gute Frage, Kleiner. Das ist zu hoch für mich. Okay, da kommen wir auch nicht dran. Jetzt haben wir hier diese oben noch die Taube. Diese diebische Taube. Komm her, Täubchen, 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 put, put. So, versuchen wir es mal hier einfach super simpel, indem wir das Taubenfutter benutzen. Der Beutel ist mit einem Faden zugebunden. Oh, ich mach mal den Knoten auf. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Was? Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja, der Beutel ist schon ein bisschen... Freundchen. Ich meine, dieser praktische Faden ist genau, was ich haben wollte. Okay, jetzt haben wir einen Faden, die Windsocke... Den Saft und die Puppe. Ich guck mal, was die Puppe hier macht. Hallo, Puppe. Toll, die Puppe hat sogar Conroys Stimme. Wer immer seine Arbeit verrichten tut, oder wie war das? Wir müssen aber da oben dran. Kommt der mit der Windsocke hier? Was sollte ich denn damit tun? Die Taube einfangen, wir müssen ja da hoch. Ich möchte jetzt hier hinten nicht weitergehen, weil da geht's ja zur Bargasse. Ich glaube, ich quatsch nochmal mit dem das guten Freund hier. Oh, Entschuldigung, ich wollte mit dir reden. Und dann über die Taube quatschen. Ha. Ach, du schon wieder. Was willst du noch? Meine Selbstachtung hast du doch schon. Ich möchte mit dir über die Taube reden. So. Könnt ihr mir helfen? Ich muss diese Taube da fangen. Tut mir leid, mein Junge. Wenn ich hier weggehe, klauen sicherlich alle meinen Müll. Aber wer sollte... Ich sehe hier nur eine potenzielle Person. Ja, das hilft uns jetzt natürlich nicht weiter. Ich werde ihn nochmal auf die Taube ansprechen. Wie kann ich sie bloß fangen?
Vielleicht gibt er mir wenigstens einen Tipp. Ich verkaufe hier Müll. Keine Antwort. Der Müll ist also die Antwort. Jetzt sagt er mir auch dazu nichts mehr. Ist jetzt ausgegrautes Thema. Oh, keiner. Ja, also weil es ausgegraut ist, sagt er mir dazu nichts mehr Neues. Aber er will mir noch was Neues zu dem Müll erzählen. Du bekommst nichts mehr umsonst. Hör auf zu betteln. Okay, da haben wir jetzt auch alles gefragt. Gut, mehr sagt er uns nicht. Wenn du doch noch Müll brauchst, weißt du ja, wo ich bin. Und jetzt bietet er mir an, nochmal zurückzukommen. Vielen Dank, Mr. Müllhändler. So. Ja, da oben ist die Taube. Das sind die Gegenstände, die wir haben. Wir haben noch den Saft, die Puppe, die Windsock und den Faden. Der Faden wird das Lösungsrätsel sein. Und das Rätsel, wie wir an diese Taube hier drankommen, lösen wir im nächsten Part. Schaltet wieder ein, denn hier geht's weiter mit The Inner World. Macht's gut, Leute, und tschüss.